Viele Menschen haben erkannt, dass der Klimawandel eine ernsthafte Bedrohung für die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten darstellt. Viele gehen deswegen auf die Straße, sie demonstrieren, sie gehen bis an ihre Belastungsgrenze, um in den letzten Wochen und Monaten den Druck aufzubauen, der nötig ist, um hier Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland durchzusetzen. Und viele sind zunehmend frustriert. Es tut sich enorm wenig. Wir haben nach wie vor keine Chance, irgendwelche Klimaschutzziele einzuhalten. Und viele treibt die Sorge um, dass am Ende unser Planet um die Ohren fliegt. Und die Frage, ob es wirklich so kritisch ist, ob es gar keine Chance mehr gibt, unseren Planeten zu retten, der wollen wir in diesem Video nachgehen. Schauen wir uns doch erstmal an, worum es geht. Und dazu müssen wir uns erst nochmal eine Grafik aufgreifen, die ich auch schon in anderen Videos von mir verwendet habe. Wir sehen in dieser Grafik den Temperaturverlauf seit der letzten Eiszeit vor rund 20.000 Jahren bis heute. Der Temperaturverlauf bis zur vorindustriellen Zeit waren gerade mal durch einen Anstieg von 3 bis 4 Grad Celsius geprägt. Wir haben dann seit der Industrialisierung noch mal 1 Grad dazugelegt. Wir sehen, wie radikal das hier weitergeht. Und wenn wir nichts unternehmen, dann werden wir Ende des Jahrhunderts 4 bis 5 Grad plus bekommen, die sogar höher sein können vom Anstieg als das, was wir seit der letzten Eiszeit gesehen haben. Und dass das nicht spurlos ansatzweise an unserem Planeten vorbeigehen kann, ich glaube, das dürfte auch jedem Laien ersichtlich sein. Steigen die Temperaturen in diesem Maße an, werden wir auf der Erde katastrophale Veränderungen sehen. Die Meeresspiegel werden durch das Abtauen der Eismassen immer schneller ansteigen und wir werden hier Ende des Jahrhunderts durchaus 1 oder 2 Meter plus sehen können, was dazu führt, dass die Küstenregionen immer mehr im Meer versinken und Millionen von Menschen davon betroffen sind. Wir werden immer mehr Hochwasser und Überschwemmungen sehen, immer mehr Extremwetterereignisse. Dürre und Ernteausfälle werden hier den Planeten prägen und wir werden in vielen Regionen Probleme mit der Trinkwasserversorgung bekommen. Es wird ein rasantes Zunehmen des Artensterbens geben, was ja auch problematisch ist, da der Mensch am Ende der Nahrungskette ist. Und all das wird unsere Zivilisation früher oder später überfordern. Wir werden Milliarden von Flüchtlingen haben, die sich versuchen, an die veränderten Bedingungen anzupassen. Und am Ende werden wir einfach sehr viele militärische Auseinandersetzungen, Kriege haben infolge der Veränderungen. Und deswegen müssen wir dringend handeln. Wollen wir die globale Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius begrenzen, müssen wir weltweit sehr schnell mit den Kohlendioxidemissionen runter. In Deutschland sind die Emissionen aus Kohlendioxid durchaus rückläufig. Nur sie gehen so langsam zurück, dass wir weit über 100 Jahre brauchen, um klimaneutral zu werden. Und wollen wir unseren Klimaschutzverpflichtungen gerecht werden, dann müssten wir in Deutschland bereits um das Jahr 2035 klimaneutral werden. Und wir sehen in dieser Grafik, wie schnell der Rückgang hier beschleunigt werden müsste, damit wir dieses Ziel erreichen können. Seit Monaten geht die junge Generation mit der Bewegung Fridays for Future wöchentlich auf die Straße und demonstriert für mehr Klimaschutz. Am 20.09. beim weltweiten Klimastreik waren in Deutschland mehr als 1 Million Menschen auf der Straße und forderten die Regierung auf, endlich zu handeln. Die Regierung erließ daraufhin ein Klimaschutzpaket, eher ein Paketchen, von dem alle Experten regelrecht enttäuscht waren und es in der Öffentlichkeit zerrissen haben, da wir gar keine Chance haben, mit diesem Klimaschutzpaket auch nur ansatzweise in den Bereich zu kommen, den wir für den Klimaschutz brauchen. Darüber habe ich auch ein Video gedreht, das man hier auf meinem YouTube-Kanal unter Quaschnik2Go Folge 2 mit dem Titel "Warum ist das Klimapaket zum Kotzen?" nachschauen kann. Doch unsere schwache Regierung ist ja am Ende auch irgendwie das Spiegelbild der Bevölkerung. Wir haben eine Demokratie und eine Regierung bildet dann auch immer irgendwo den Wunsch der Bevölkerung ab. Und der Wunsch der Bevölkerung ist zwar durchaus massiven und deutlich spürbareren Klimaschutz zu erreichen, allerdings ohne dafür irgendetwas zu verändern, ohne sich selber an die Nase zu packen. Und das führt dazu, dass wir in Deutschland trotz der intensiven Klimaschutzdiskussion immer mehr Flüge haben, die ja sehr schädlich für das Klima sind. Und trotz der Klimaschutzdiskussion haben wir auch eine erhebliche Steigerung der Neuzulassung von klimaschädlichen SUVs. Immer mehr Menschen, Lobbyisten und auch Wutbürger
möchten gar nicht mehr, dass erneuerbare Energien in Deutschland ausgebaut werden und die Energiewende in einem verstärkten Maße stattfindet. Das heißt, die Politik knickt hier vor Wutbürgern ein und verhindert auch den Ausbau der Windenergie. Die Konsequenz ist, dass der Windenergiezubau in Deutschland regelrecht eingebrochen ist. Wir haben so wenig Windräder aufgebaut wie in Jahrzehnten nicht mehr. Wir haben Zehntausende von Arbeitsplätzen in der Windenergiebranche in Deutschland abgebaut. Und bei dem niedrigen Windenergiezubau haben wir überhaupt gar keine Möglichkeit, überhaupt noch in Deutschland klimaneutral zu werden. Die Menschen schreien, wir wollen nicht immer mehr Verbote, wir möchten zwar Klimaschutz, aber ohne, dass uns etwas verboten wird. Dabei meinen sie, dass sie gar keine Regeln mehr haben wollen und frei von jeder Regel machen können, was sie wollen, auch wenn es dem Klima schadet. Dabei haben wir jede Menge Verbote und Regeln, die den Klimaschutz behindern. Wir erlassen immer größere Abstandsregeln für Windkraftanlagen. Wir verbieten den Zubau von Windkraftanlagen und verhindern damit den Klimaschutz. Wir haben ganz viele Hemmnisse, Regeln und Verbote für den Ausbau der Photovoltaik. Meine Mitarbeiter an der HTW Berlin haben in einer Studie über 50 Hemmnisse identifiziert. Die Studie kann man bei uns runterladen und nachlesen. Natürlich brauchen wir Regeln für den Klimaschutz, sonst haben wir gar keine Chance. Und wir müssen auch bereit sein, diese Regeln zu akzeptieren. Ja, ich werde immer wieder gefragt, Herr Quaschning, schaffen wir es überhaupt noch unter diesen ungünstigen Voraussetzungen klimaneutral zu werden? Haben wir überhaupt noch eine Chance? Ich selber bin Ingenieur und die erste Frage, die man sich natürlich stellen muss, geht es technisch überhaupt, dass wir in Deutschland in absehbarer Zeit klimaneutral werden können? Und natürlich ist das kein Problem. Wir müssen ausreichend erneuerbare Energien zubauen. Bauen, 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 vor allen Dingen Solar- und Windenergie. Die Flächen und den Platz hätten wir eigentlich, wenn wir es wollen. Und wenn wir ausreichend Strom aus erneuerbaren Energien haben, dann brauchen wir noch Speicher für die Versorgungssicherheit. Wir brauchen Kurzzeitspeicher, die über wenige Stunden das Ganze zwischenpuffern können. Und wenn wir auch mal wenige Tage oder Wochen haben, wo wir keine Sonne und wenig Wind haben, dann brauchen wir einen weiteren Speicher, die Power-to-Gas-Technologie. Dann können wir die Überschüsse aus Solar- und Windenergie in Gas umwandeln, in bestehenden Gasspeichern, zwischenspeichern. Und wenn wir dann eine Flaute haben und Versorgungssicherheitsprobleme, dann greifen wir einfach auf den Speicher zu und decken dann die Lücken. Viele Studien zeigen, dass wir so problemlos unseren Energiebedarf komplett klimaneutral mit erneuerbaren Energien decken können. Und wir können das Ganze auch in 15 bis 20 Jahren realisieren, wenn wir es wollen. Ja, und dann kommen immer die Leute, die sagen, boah, das können wir uns doch gar nicht leisten, das mag ja technisch funktionieren, aber wer soll das alles bezahlen? Die Deutschen haben 6,2 Billionen Euro, also 6.200 Milliarden Euro auf dem Sparbuch, also an Geldvermögen. Das heißt, wir können die Energiewende vom Sparbuch bezahlen und viel Geld davon wirft sogar gar keine Rendite ab. Es sind sogar Negativzinsen, die hier verlangt werden. Warum greifen wir einfach nicht auf diese enormen Finanzmittel zurück? Wir können die Energiewende in Deutschland theoretisch vom Sparbuch bezahlen. Und das Ganze wird nicht mal so, dass wir Geld vernichten müssen, weil die erneuerbaren Energien inzwischen preiswert geworden sind. Photovoltaik, Solarenergie ist inzwischen die billigste Energieform in Deutschland. Wir können Solarstrom in Deutschland preiswerter produzieren als Kohlestrom. Wir müssen es nur umsetzen und wollen. Dass ein technologischer Umbruch in wenigen Jahren erfolgreich durchgeführt werden kann, das kann man in der Geschichte sehen. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel Steve Jobs. Er präsentierte im Jahr 2007 bei Apple das iPhone. Am Anfang wurde er noch belächelt. Inzwischen ist es eine Technologie, die sich weit verbreitet hat. Im Jahr 2018 produzierten wir weltweit 1,4 Milliarden Smartphones, 600 Milliarden Dollar an Umsatz. In 6 Jahren werden weltweit so viele Smartphones produziert, dass jeder Einwohner der Erde eines erhalten kann. Die meisten Leute in Deutschland geben mehr aus für Kommunikation als für Strom, inklusive aller Kosten für den Ausbau erneuerbarer Energien, die darin ebenfalls erhalten sind. Das heißt, wir können den Ausbau der erneuerbaren Energien durchaus voranbringen, wenn wir uns dieses Beispiel machen. Wir können eine Technologie in wenigen Jahren von 0 auf 100 bringen, wenn wir es wollen. Wir müssen diese Technologie nur sexy machen. Wir müssen eine Vision transportieren, an die die Bevölkerung glaubt. Und wie das gelingen kann, das können wir auch uns in einem weiteren Beispiel anschauen. Im Jahr 1962 wandte sich John F. Kennedy an das amerikanische Volk.
In der berühmten Moon Speech im Rice Stadium Houston in Texas erklärte er seine Vision. Er erläuterte, dass die Amerikaner als erste Menschen auf den Mond schicken wollten. Und er erklärte, dass das auch eine Herausforderung ist, enorme technischen Hürden zu überwinden sind, dass man dafür enorme Geldsummen braucht. Er erklärte sogar, dass man dafür die Steuern erhöhen müsse. Und die Amerikaner, sie meckerten nicht, nein, sie applaudierten. Und wir alle wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Die Amerikaner waren 7 Jahre später auf dem Mond. Die ersten Menschen betraten unseren Erdtrabanten. Die Amerikaner haben dafür 100 Milliarden Dollar ausgegeben, sogar noch viel mehr, und haben damit ein Wettrennen gegen Russland gewonnen. Und wir haben auch ein Wettrennen zu gewinnen hier, was die Klimafolgen anbelangt. Und das müssen wir mit der gleichen Entschlossenheit und mit der gleichen Begeisterung machen. Thank you. Und dass wir durchaus Hoffnung haben können, dass wir mit den Klimaschutzbemühungen Erfolg haben können, das zeigt uns doch gerade die Klimaschutzbewegung in den letzten Monaten. Es ist eine Schülerin, die sich vor das schwedische Parlament gesetzt hat. Greta Thunberg hat eine weltweite Bewegung losgetreten. Eine ganz einfache Schülerin kann hier etwas bewegen. Das heißt, jeder von uns hat die Möglichkeit, einen wichtigen Beitrag zu leisten. Inzwischen gehen permanent Hunderttausende von Menschen auf die Straßen, und es sind nicht nur die Schülerinnen und Schüler, es sind auch Wissenschaftler, es sind Lehrer, es sind Künstler, es sind Unternehmen, die insgesamt dabei sind, und wir haben mit dieser großen Bewegung wirklich die Chance, inzwischen einiges auf den Weg zu bringen, und diesen Elan müssen wir weiter fortsetzen. Und die Klimaschutzbewegung, obwohl man gar nicht den Eindruck hat, hat inzwischen viel, viel mehr Erfolg, als sich die meisten sich eingestehen wollen. Die Politik hat den Klimaschutz ganz oben auf der Agenda, auch wenn sie selber noch nicht mutig ist, irgendwie ansatzweise richtig zu handeln. Und viele Unternehmen geben sich inzwischen einen grünen Anstrich. Wenn man das Unternehmen RWE anschaut, den Kohlekonzern schlechthin, der vor wenigen Jahren sogar noch behauptet hat, dass es in Deutschland gar nicht möglich ist, dass Deutschland klimaneutral wird. Dieser Konzern hat auf der Webseite mittlerweile geschrieben, man wolle bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden, auch wenn man noch ein bisschen schwammig dabei ist, wie man das dann wirklich erreichen will. Das heißt, wir haben hier viel in Bewegung, es passiert einiges, und nun brauchen wir auch neue Akteure. Die Gewerkschaften müssten eigentlich für den Klimaschutz glühen, weil das ist die Zukunft. Wir haben hier die Zukunftschancen. Was wollen wir denn im Exportland Deutschland künftig exportieren? Das werden doch sicherlich keine Braunkohlebagger sein oder irgendwelche Autos mit stinkenden Verbrennungsmotoren, die keinerlei Abgasgrenzwerte einhalten. Nein, es werden neue Technologien sein. Es werden saubere Autos sein. Es werden erneuerbare Energien, Solar- und Windenergie sein. Und wir brauchen Hunderttausende von neuen Leuten, die, wenn wir die Energiewende in dem Tempo gehen, den wir für den Klimaschutz brauchen, auch wirklich hier mit anpacken. Wir werden so viele Arbeitsplätze erzeugen, dass wir gar keine Idee momentan sogar haben, wo die Leute dafür hergeben. Riesenchancen für dieses Land, und diesen Weg müssen wir nun mutig und beherzt gehen. Es ist enorm wichtig, dass ihr nun weiter dabei bleibt und dass der Druck nun weiter steigt und aufrecht erhalten wird. Die Mondlandung hat schließlich auch nicht in wenigen Monaten geklappt. Auch hierfür haben wir Jahre gebraucht. Das heißt, wir dürfen jetzt den Mut nicht verlieren und glauben, dass alles zu spät ist. Noch haben wir eine Chance, den Planeten in einem lebenswerten Zustand für unsere Kinder zu erhalten. Und diese Chance, die sollten wir nutzen. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann schließt euch der Bewegung an. Geht mit auf die Straße. Wenn ihr dabei seid, dann verliert euren Elan nicht, sondern kämpft hier mutig weiter für die Sache. Denn wir haben ganz klar die besseren Argumente, wir haben die netteren Menschen und vor allen Dingen haben wir die besseren Plakate. Insofern bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann setzt einen Like, abonniert den Kanal und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann setzt die Glocke, weil dann habt ihr auch die besten Chancen, hier weiterhin nichts zu verpassen. So, ich muss jetzt los, denn wir haben einen Planeten zu retten. Und dafür gibt es noch einiges zu tun. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.